So, herzlich willkommen zum Emergency 4 in der Biberfelde 2020 Modifikation in einer Testversion. Diese Testversion gibt es noch nicht öffentlich. Bevor da irgendwelche Fragen zu aufkommen, wann es die öffentlich gibt, ob es die irgendwann öffentlich gibt, weiß ich nicht. Und nachdem wir das geklärt hätten, kann es eigentlich direkt losgehen. Ich muss mal ganz kurz eine Sache machen. Ich habe, wie gesagt, schon ein, zwei Einsätze gespielt. Tatsächlich eigentlich fast nur Rettungsdiensteinsätze, wie man ja sieht. Ein VU, ein PKW-Brand, ansonsten alles Rettungsdienst. Aber ist ja auch halb so wild. Haben wir auch hinbekommen. Ich würde sagen, ich spule ein bisschen vor, dass wir nicht so ewig lang warten müssen. Da direkt den nächsten. Also Rettungsdienst ist gut vertreten heute. So. Das fährt mir die Berufsfeuerwehr, bitte. Denn jetzt habe ich auch endlich den Notarzt frei, denn es ist tagsüber. Normalerweise beginnen die Aufnahmen jetzt meistens in der Nacht, einfach weil das Spiel bzw. die Einsatzsequenz in der Nacht startet. Und da ist natürlich der Notarzt, der BF1, nicht verfügbar, was etwas doof ist. Aber auch diesen logistischen Hintergrund dann etwas weiter verfolgt, dass man sich mehr im Kopf machen muss, wie man mit seinen Einsatzkräften arbeitet, beziehungsweise wie man den ganzen Spaß verwaltet. Ich habe natürlich aus Versehen noch WhatsApp im Hintergrund an. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht allzu viele Nachrichten. Ich meine, so viele Leute schreiben mir eh nicht, da geht's. Nicht, dass das mir die Aufnahme versaut, das wäre jetzt doof. Ja. Hier war definitiv ein Notarzt vonnöten. Kriegen wir aber auch alles hin. Ach, hier, das ist so ein Elektronikshop, ne? Gut, ich meine, wer hier noch so viel Software kauft und die Monitore sind jetzt auch nicht mehr so up to date. Wobei 2006 war das vielleicht noch so Standard, ne? Hier so mal so 1, 2, 4 zu 3 Flachbildfernseher, sag ich schon. Flachbildmonitore, da warst du schon King, wenn du sowas hattest. Oder was ist denn das hier? Vielleicht noch. Ja, wo sieht denn das aus? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Vielleicht irgendwelche Kameras oder irgendwelche MP3-Player waren ja damals auch ziemlich weit verbreitet. Ah, ich wollte gerade sagen, dass das jetzt ein Einsatz ist, wäre mir neu, aber es liegt, beziehungsweise es handelt sich um diese Person, die dort umgefallen ist. Und diesen Einsatz fahren wir natürlich auch. So, der RTW rollt, bin gespannt, so ein kleiner Brand wäre auch mal wieder ganz cool, beziehungsweise sogar schon ein bisschen was Größeres, dass man mal ein bisschen arbeiten muss, nur bitte keine Gasex, weil ich hasse Gasexplosionen, das artet nämlich dann immer extrem aus. Hast du dich verfahren, Kollege? Du wolltest erst gerade ausfahren, nicht zum KFC fahren. Jetzt wird nicht gegessen, jetzt wird gearbeitet. So. Dann. Achso, halt, stopp, wir sind noch gleich fertig mit Behandeln. Ich lasse die mit Sondersignal fahren, einfach, dass ich sie wieder relativ schnell wieder zur Verfügung habe. Hat der Blaulichter am Spiegel? Ist mir noch gar nicht vor aufgefallen. Also diese Notarzteinsätze, die können, beziehungsweise diese Rettungseinsätze, sind manchmal doch ziemlich eklig. Ne? Wo liegt denn die Person jetzt schon wieder? Ach, komm hier hin, ne? Hier ganz hier hinten, sehr schön. Wie auch sonst. Was jetzt ziemlich cool wäre, wäre, wenn man mit dem Hubschrauber winschen könnte. Also die Person bzw. einen Notarzt einfach absetzen oder die Person irgendwie hochholen. Das wäre ziemlich cool. Aber ich bin mir sicher, dass das relativ schwer umzusetzen ist. Obwohl, gibt es das nicht sogar in in Emergency selber? Konnte man da die Person zumindest hochholen? Ich dachte, das ging. Oder ging es nur in der 5? Ich weiß es gar nicht. Also als ich das letzte Mal hier die Kampagne gespielt habe, das ist schon ein Eckchen länger, beziehungsweise das Standard-Game im Freeplay.
Wobei das Standard-Game im Freeplaner, das ist einfach irgendwann lame. Deswegen spiele ich auch gar nicht so oft die Wuppertal-Mod zum Beispiel, einfach weil die Fahrzeuge so sehen alle super aus, aber dadurch, dass es noch keine Wachverteilung gibt, wie es jetzt hier in BFE der Fall ist, spiele ich das nicht so gerne, wenn man die Fahrzeuge einfach dann hier über dieses Menü alarmiert. Das gefällt mir überhaupt nicht. Beziehungsweise bin ich auch kein Fan von. Deswegen spiele ich die meisten Mods, die es für EM4-Spiele gibt, auch gar nicht so gerne. Da bin ich eine kleine Pussy, sage ich mal. Ich habe da schon so eine genaue Vorstellung, wie das aussehen muss. Wir haben einen VKU reinbekommen. Das können wir. Geh weg. Oh, den kenne ich noch gar nicht. Wir brauchen einmal das HLF 2016 der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr. Und das HLF 11 der BF. Und ich denke, ich werde noch einen RTW mit dazu alarmieren. Samt einer Polizeistreife. Oh, die Jungs machen hier sogar noch ein bisschen Chaos, aber das ist nicht so schlimm. Schon habe ich das Chaos gelöst. Auch der Knoten löst sich, den ich jetzt hier super veranstaltet habe. Mich würde interessieren, hier vorne sind noch Blitzer drin, ne? Gehen die noch? Ich meine, ich alarmiere das Fahrzeug nicht, aber ist mir gerade so aufgefallen. Wenn ich jetzt hier. Ne, hier nicht mehr. Okay, alles klar. So. BF ist eingetroffen. Die Pol ist eingetroffen. Das HLF 2016 der Freiwilligen Feuerwehr ist eingetroffen. Dann könnt ihr direkt mal anfangen zu schneiden. Ah, laut. Furchtbar. Ach Gott, diesen Einsatz müsste ich natürlich auch mal abarbeiten. Der Christoph backt auch hin und wieder mal ein bisschen rum. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. So, dann würde ich sagen, den zweiten RTW hier mit dazu. Wir lassen den Notarzt etwas vorfahren, vielleicht brauche ich ihn auch gar nicht. Das wird sich halt, das wollte doch, doch, das wollte ich. So. Je öfter ich den spiele, desto mehr gefällt mir dieser AT3. Ich weiß auch nicht warum. Doch ein ziemlich schickes Fahrzeug. Okay, wir bräuchten tatsächlich mal einen Polizisten hier vor Ort, der mir den Verkehr hier ein bisschen umleitet. Ich würde hier auch mal die Heckabsicherung anmachen, wenn ich es finde. Genau. Die erste Person ist raus, kann behandelt werden. Die zweite Person auch. Und natürlich wird hier schon der Notarzt benötigt. So. Dann arbeiten wir das mal ab. Wir haben zweimal Ölaustritt hier. Das würde ich sagen, kann man tatsächlich auch gleich mal abarbeiten. Du holst mal bitte den Besen vom Fahrzeug und kannst dann hier direkt anfangen zu kehren. So. Dann könnt ihr die Spreizer mal wieder zur Seite packen. Die werden jetzt hier nicht benötigt.
Wo ist denn? Ach hier. Die Polizei kann mir direkt schon mal. Zwei Abschleppfahrzeuge alarmieren. So. Ich bin gespannt, ob wir die Person so wie sie ist abtransportieren können oder ob ich eine Notarztbegleitung brauche. Das wird sich dann gleich zeigen. Nein, ich brauche natürlich eine Notarztbegleitung. Dann alarmiere ich mir den Notarzt der Berufsfeuerwehr mit dazu. Wo haben wir denn jetzt den Kreislauf? Das ist ja ganz praktisch. So. So, dann behandeln wir die Person wenigstens mal. Ich glaube, hier war ich sogar schnell genug vor Ort. Ja, ich brauche keinen Notarzt. Sehr schön. Ich war sowas von schnell vor Ort, dass der Notarzt nicht benötigt wird. Und hier, die Person müsste doch eigentlich mittlerweile auch Transport. Ja. Können wir auch abtransportieren. So. Genau, dann hätten wir das schon nochmal. Dann bräuchte ich einen Polizisten, welcher mir ganz kurz den Verkehr hier mal umleitet. Dass wir diesen Verkehrsknoten mal wieder lösen können hier, das geht ja mal gar nicht. Das Doofe ist halt immer, ich schicke die Fahrzeuge der Polizei gerne auf Streife, weil. Gehört nun mal damit dazu. Problem ist, die fahren hier nicht drumherum oder so, oder drehen nicht um, fahren eine andere Route, die bleiben dahinter stehen. Das ist eine Sache, die ziemlich, ziemlich schwierig ist und auch ziemlich störend, finde ich, tatsächlich. Hier brauche ich natürlich auch eine Notarztbegleitung. Wir machen es ganz einfach. Ich werde auch hier den Verkehr umleiten. So, wo ist der nächste Einsatz? Fraktur nach Sturz. Der RTW 1.1 ist verfügbar, das ist gut. Dann fahren wir auch. Wo ist denn? Ach, hier hinten, ne? Der Eingang war, glaube ich, hier hinten. Und ich habe tatsächlich sogar noch einen Ölfleck gefunden. So, das würde ich sagen, streuen wir direkt mal ab. Der zweite Abschlepper, der noch rumsteht, wird mir dieses Fahrzeug abschleppen. Und dann ist der Einsatz fast abgearbeitet. So. Ah, direkt den nächsten Einsatz reinbekommen. Okay, ich würde gerade sagen, fliegst du jetzt los? Was machst du? So. Und das sieht mir auch nach einer Türnotöffnung aus. So, wo steht jetzt? Ach ja. So, ach so, jetzt stehen bestimmt hier die Leute im Weg, ne? Ich mache mal ein bisschen Platz, dass wir das Fahrzeug auch weggeschleppt bekommen. Und alarmiere mir von hier direkt mal den Notarzt mit dazu.
Aber ich würde sagen, das ist definitiv das mittlere Gebäude. Und da werde ich 100 pro, genau, eine Tür und Öffnung brauchen. Das machen wir natürlich. Mit unserem schicken Feuerwehr, der ja stationiert ist. So, und wo liegt die Person hier rum? Hier. Dann müsst ihr ja, genau, dann kann die BF zusammenpacken, die FF kann zusammenpacken, die Pol kann weiter Streife fahren und auch hier dieses Fahrzeug kann weiter Streife fahren. Und dann kann der Verkehr ja auch wieder freigegeben werden. Genau, sehr schön. Ach, der VU wird noch nicht als fertig gekennzeichnet, da die Person noch sich auf Anfahrt ins Krankenhaus befindet. Der VRW kann nach Hause fahren. Und der RTW kann sich ins Fahrzeug begeben, beziehungsweise die Besatzung des RTW. Ich würde sagen, wir behandeln die Person dort weiter. Hier war da auch was. Ach nee, das habe ich schon, ne? Habe ich das jetzt schon? Ach, hier habe ich direkt noch einen Einsatz, den habe ich gar nicht mitbekommen. Upsi. Ah, ich habe keine Kräfte frei. Das ist natürlich gerade eine doofe Geschichte. Hier hätte ich schon mal einen RTW. Das NEF werde ich mir gleich besorgen. Beziehungsweise ist der Christoph einsatzbereit schon wieder? Ja, sehr schön. Dann warten wir einfach auf den Christoph dann. Der übernimmt das dann. Randale. Oh, Randale. Ich habe glücklicherweise. Einmal mit Sondersignal, dass wir hier keine verletzten Personen bekommen. Ey, du sollst dich schießen. Genau, dann führen wir diese Person ab. Du fährst mit dem RTW direkt mal auf Seite. Denn wir warten ja bekanntlich auf unseren Hubschrauber, der natürlich hier wunderbar Platz zum Landen hat. Ich glaube, das ist er sogar. Ja. Der startet sogar erst dort, oder? Ich sehe ihn doch. Flieg los. Er startet wirklich da. Naja, irgendwo muss er spawnen. So. Ach genau, ihr könnt weiter Streife fahren. Genau, das klappt. Was haben wir jetzt reinbekommen? Einen Schockzustand. Ich gebe mir ganz kurz schon mal Einsatz. Stopp, dass ich alles ganz in Ruhe abarbeiten kann. Problem ist, ich habe keinen. Ah, ich glaube, das ist sogar. Mit viel Glück ist das sogar nur ein. Ja, es dürfte nur ein RTW-Einsatz sein. Denn ich habe absolut keine Notärzte mal frei. Die BF dürfte schon wieder nicht einsatzbereit sein. Die sind nämlich nur bis 20 Uhr einsatzbereit. Da sind wir natürlich schon lange drüber. Warum landet der RTW, der RTW, der RTH eigentlich so nah am Bus hier? Hier ist so viel Platz. Wahnsinn. So. Genau, dann kann der RTW, ist der Einsatz für den RTW beendet. Die fahren nach Hause bitte. Die Fraktur nach Sturz haben wir. Das haben wir. Das wird gerade abgearbeitet und der Schockzustand ist, beziehungsweise
wird auch abgearbeitet, sobald der RTW eingetroffen ist. Gut, das dauert ein bisschen, ehe die Person natürlich dann fertig behandelt ist. So. Wo liegt denn die Ach, die liegt wieder. Jetzt, wenn ich jetzt hier wirklich eine Türnotöffnung brauche, flippe ich, glaube ich, aus. Ich brauche eine Türnotöffnung. Ah, Gott, wo ist denn. Ach ja. Den neuen Standort muss ich mir tatsächlich erst noch gewöhnen. So, dann kann der Hubschrauber auch Richtung Heimat fliegen, denn ich glaube, dieser Bug mit dem Ranzoom ist nur, wenn man nah rangeht, ne? Oder? Ist auch egal. So, dann hätten wir das auch. Wir warten auf unseren VRW, dass der kommt. Warum ist die Fraktur eigentlich noch nicht abgearbeitet? Der ist doch schon längst im. Ach ne, der rollt hier noch, ne? Fahren wir bitte unter Sonder. Aber was macht denn der VRW bitte? Das meine ich mit der Wegfindung. Genau, und da bleibt er einfach stehen. Fahr doch hier hoch, bitte. Genau, und dann ist er nämlich einmal verbuggt. Das ist natürlich eine doofe Geschichte. Hier ist doch auch. Was macht denn das HLF da? Manchmal buggen die Fahrzeuge doch ganz schön rum. So, pass auf, wir machen das gleiche Spiel nochmal. Und ich wette, bei meinem Glück brauche ich dann einen Notarzt hier mit und den werde ich mir auch schon mal alarmieren. Sobald ich natürlich einen frei habe. Das wäre Grundvoraussetzung. Obwohl hier unten die. Wo sind meine ganzen Notärzte? Habe ich die alle außerhalb geschickt? Mal gucken, ob er es jetzt schafft mit der Wegfindung. Oh, diese Lichteffekte, so geil, Mann. Feier ich total. Jetzt fährt er wieder zurück. Warum fährt er denn jetzt wieder zurück? Jetzt fährt er richtig, ne? Er fährt das erste Mal falsch hier hin und dann wieder vor. Ich bin gespannt, wo er le Wo er jetzt lang fährt. Jetzt scheint es zu gehen. Ich bin gespannt, ob er irgendwann mal ankommt. Da ist er. Ich bin wirklich tatsächlich sehr gespannt, ob ich das noch pack. Da hätte ich, glaube ich, eher das Klaff der Wache 1 alarmieren können. Die wären dann wahrscheinlich schneller gewesen. Natürlich können wir die Person. Das ist, glaube ich, sogar Fettret, ne? Ich glaube schon. Ich alarmiere das mir vorsichtshalber mal. Also den Intensivtransporter. Die Feuerwehr kann jetzt einrücken. Und wir holen die Person dann aber auch bitte schon mal raus. Das ist der Intensiv-RTW. Dann die Person tatsächlich nur noch aufnehmen muss. Dazu spule ich auch vor. Interessant ist übrigens auch, dass beim Vorspulen die Framerate manchmal sehr in den Keller geht. Ich weiß gar nicht warum. So, dann warten wir mal auf unseren ITB.
Ah ja, kommt es schon. Sehr schön, hat Eintreffen. Ich wollte gerade sagen, kann ich hier irgendwas machen? Das wäre jetzt echt interessant gewesen. So, dann ist der Einsatz für den RTW beendet. Wir werden die Person hier aufnehmen. Das ist definitiv, würde ich sagen, eine Person für den Intensivtransport. Und wir werden die Person im Fahrzeug behandeln und hätten dann auch diesen Einsatz abgearbeitet. Einmal bitte im Fahrzeug behandeln. Und Richtung Krankenhaus. Und mit diesem letzten Einsatz möchte ich mich schon wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videostreams oder was auch immer wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.